Damit ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Nightright und ich möchte mit dir den ersten Geburtstag auf YouTube feiern. Denn vor genau einem Jahr habe ich das erste Video hier auf YouTube hochgeladen, und zwar ist das dieses hier Minecraft 3 Gebäude im Western-Style. Das habe ich am 1. Quatsch, am 5. September 2012 hochgeladen. Ja, ihr seht es gleich, dann glaube ich das erste Video ja in der Rubrik Minecraft. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr es mal rein anschauen. Im gleichen Zuge möchte ich mich bei den 33 Abonnenten, die ich zurzeit habe, gerne bedanken. Genauso gut möchte ich mich. Ja, sind ja auch ein Teil der Abonnenten, die auch ihr Abo ist öffentlich teilen. In letzter Zeit sind ja ein paar Abonnenten dazugekommen, da möchte ich mich ja auch herzlich bedanken. Und leider habt ihr noch nicht vorgestellt, beziehungsweise noch nicht was geschrieben. Außerdem möchte ich mich bei den 3000 zur Zeit. Habe ich 3000, knapp 3700, 3650 Aufrufe. Das kann ja etwas, wenn du das Video siehst, schon ein paar mehr sein wieder. Ich weiß, manche haben auch ein paar Aufrufe mehr. Aber mir macht das wenig aus. Denn ich freue mich über jeden Aufruf, den ich überhaupt bekommen kann. bekomme. In der Zwischenzeit, wie gesagt, das ist eigentlich auch das Negative dabei. Wie man ja sieht, mal nicht jedes Video hat einen Aufruf. Aber, naja, gut. Des Weiteren, in den ein Jahr ist viel passiert auch. In der Zwischenzeit habe ich drei Let's Plays beendet. Und drei laufen noch. Ich weiß, ich hatte eine Zeit mal gesagt, ja, dass ich nur ein Projekt laufen wollte und nicht mehrere. Aber dadurch, dass ich nur eine 3000er Leitung habe und auch momentan nicht so viel Zeit habe, wie ich gerne möchte, ist es so, dass ich froh bin, überhaupt so durchzuziehen, wie ich momentan das schaffe. Ja, seht ihr, Twisted verhexte Weihnachten, das ist mein erstes Let's Play gewesen überhaupt, was ich hier auf den Kanal hochgeladen habe. Vorher waren es nur der Games Tutorial, was ich eigentlich nicht so ganz als Let's Play bezeichnen möchte. War Twisted verhexte Weihnachten überhaupt das erste Video, was ich überhaupt hochgeladen habe. Danach folgten noch Lego Indiana Jones, was auch bereits beendet ist, das Let's Play, und Residence Fall of Man. In der gleichen Zeit lief halt auch Ratchet & Clank, wobei Ratchet & Clank momentan die längste Let's Play ist, hier auf diesem Kanal ist. Da Ratchet & Clank bis jetzt immer noch läuft, zurzeit sind 86 Videos, kann man sich anschauen. Die neuesten Videos sind Folklore, ein Rollenspiel, typisch wie bisschen so eine kleine Mischung aus, ja, so, wie soll ich sagen, aus RPG und Pokémon sozusagen. Man sammelt da verschiedene Fairies und so weiter und so fort und lässt sie gegeneinander ankämpfen. Und als letztes angefangener ist das Call of Duty World at War. Momentan mit 21 Videos hier in der Playlist. Ich glaube, die sind nicht ganz aktuell. Aber vielleicht sind sie auch in der Zwischenzeit. So viel. Ich habe eigentlich auch ja was vor mit euch. Und dafür schalte ich jetzt mal um. Direkt auf Minecraft. Okay, ich mache ja die Geräusche wieder ein. Da ein und Musik an. Fertig.
Und ab geht die Post. So, ich befinde mich hier in meiner Hütte. Auf meiner Welt, die habe ich mit Beta 1.66 angefangen. Und ich habe auch etwas vorbereitet. Hier ist so ein schöner kleiner Geburtstagskuchen für ein Jahr YouTube. Huch. Ach, stimmt ja, entschuldigt. Ich bin ja noch im Game Mo im Kreativ-Mode. Dann holen wir uns den Kuchen halt wieder. So. Und schmeißen den jetzt weg. Und wechsle natürlich auch. Huch. Mein Game Mode. Halt. Verkehrt. Slash. Ach, kann ich nicht mal schreiben jetzt so. Game Mode. 1, nee, 0 müsste es sein. Game Mode geändert. Jawohl, Game Mode ist geändert. Dann gucken wir mal, haben wir einfach. Ich stelle mal erst friedlich, da ich erstmal ein bisschen was bauen möchte. Denn ich war. Und jetzt starten wir meine Sachen hier. Ein Diamantschwert. Ein normaler Bogen mit ein paar Pfeilen. Dann ein Diamantspitzhacke. Diamantschaufel und Diamantaxt. Dann meine Rüstung aus Diamanten. Deswegen war ich in den im Kreativmodus drin. Die Fackeln. Dazu was zu essen. Das Schweinefleisch da oben hin. Steak und Schweinefleisch. Das Hühnchen drunter. Kürbiskuchen. Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen viel mit. Dazu noch Obsidian. Quarzblöcke, Quarzstufen, ein Feuerzeug und einen roten Pilz. Und ich nehme an, ihr wisst bereits, wenn ihr die Sachen seht, was ich eigentlich vorhabe, denn ich möchte mit euch in den Nether gehen. Wie gesagt, ich habe die Welt angefangen mit der Beta 1.66 hier in Minecraft und bin noch nicht ein einziges Mal im Nether gewesen und das möchte ich mit euch heute ganz einfach mal durchführen. So, ich weiß, ja, viele kennen ja schon den Nether. So, aber wie gesagt, ich war selbst noch nicht drinnen gewesen und ich möchte euch heute ganz einfach mal durchführen. So, hops, raus da. Mal gucken, ja. Jo, ja, geht's weiter. Ach, die Hunde, die müssen ja mal nochmal füttern. Durch das Update wahrscheinlich haben sie Dings verloren. War außerdem auch sehr, sehr lange noch nicht wieder bei der Welt hier, weil ich vieles noch anderes gebaut hatte. Okay. Fahren wir bis zum Hauptbahnhof? Nö, reicht. Kann ich einfach hier die Treppe hoch? Hier raus? Übrigens, der Sendeplan, da behält noch seine Gültigkeit. Oh, jetzt wird es mir dunkel. Ein Bett habe ich vergessen. Naja, super. Aber das ist nicht so ganz so wild. Denn ich glaube, ich habe ja noch Wolle hier. Nee, halt, Quatsch, hier verkehrt. Das ist die Bibliothek. Wolle gibt es hier nämlich hier drüben. So, hier muss ich sie auch mal kurz noch reinbauen noch. Ja. 5 Wolle. Ach, das ist Schnee. Okay. 1, 2, 3. Haben wir noch Holz hier? Ne, Holz haben wir nicht hier. Zumindest sehe ich keins. Okay. Ne, hier Sandstein drin. Ja, auch nicht. Okay. Dann müssen wir rüber nochmal zum Förster. Mein Bett möchte ich gerne noch mitnehmen. Mein gut. Halt, heute ich nicht. Ach, ist egal. Hole ich erstmal Holz. Nee, Holz. Ah, brauche ich ja gar nicht. Brauche ja nur ein Lager. Werkzeuge. Holz. Hier ist Holz. 4, 4, ne, ist ein bisschen wenig. Da auch nicht.
Da. Ja, gut, Tropenholz. Nee, Tropenholz mag ich. Birkenholz, normales Holz, genau. Doch, nehmen wir gleich den 64er Stück mit. Den können wir vielleicht noch gebrauchen. So. Vier Stück. Was wollte ich jetzt machen? Ach, ein Bett wollte ich machen. Okay. Dann brauchen wir ja nur drei. Ja gut, ist nicht ganz so blöd. Zack, zack, zack. Ein Bett. So, dann gehen wir hier hoch in den, meinen Tempel. Denn hier will ich hier nämlich das Ding bauen. So. Ach, ein Werkzeug drüber habe ich auch noch hier. Jawohl. So, mitgenommen. Dann machen wir folgendes. Quarzblock und Quarzstufen. So, so, so. Ach, passt ja nicht. Scheiße. Ja doch. Oder? Ja, passt. Nee, passt nicht. Ah. Gut, dann machen wir alles da. Okay, dann machen wir es halt anders da. Zack, 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 zack. So. Ich tue mal das Brot mal raus. Nehme das Obsidian. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Reicht euch das? Glaube ich auch. So. Zack, zack, zack. Eins, eins, zwei, drei. So. Ja, in der Breite hat es ja nicht hingepasst. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ach! Ja. Doch nochmal raus hier. Ja. Ja. Okay. So, so. Und, was ist das denn? Ach so. Okay. So, so. Und so. Eins, zwei, drei. So. Jawohl. Okay. Nicht schön, aber selten. So, Quarz. Miss Quarzblock brauchen wir gar nicht mehr jetzt hier, du kannst du bist. Okay, 6, 5er. Müssen wir noch einen loswerden. Ich möchte jetzt nicht jetzt irgendwo hinten rennen. So. Deswegen baue ich mich jetzt eine Truhe hier. Okay. Die stellen wir jetzt nämlich hier auf die Ecke. So. Und schmeißen da nämlich das Holz behalten mal. Das Feuerzeug. Nee, halt. Feuerzeug brauche ich doch noch. So. Den rein. Den rein. Und das rein. Mit dem Feuerzeug entzünde ich jetzt das Portal. So. Perfekt. So. Bisschen Stein hätte ich vielleicht nicht mitnehmen sollen. Okay. Ach, da fällt mir ja ein, mit dem Bett kann ich ja nicht ins Portal. Scheiße, nee, da kann ich ja gar kein Bett gebrauchen, das explodiert nämlich. Okay, dann lass mal das Bett doch hier.
Gut, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber was ich noch vorher machen muss, ist nämlich meinen Diamant nehmen, den Brustpanzer, Hose und Dings an, die Schuhe an. So. Den roten Pütz in die Hand. Okay. Und jetzt wollen wir mal sehen. Wow, wie bin ich denn hier gelandet? Das ist ja gar nicht erst wieder ein Äther. Ich wusste gar nicht, dass das so herrlich aussieht. Aber ich hätte noch was vergessen. Nämlich, ich wollte noch nämlich ja von friedlich auf einfach stellen. Genau. So. Nein, natürlich, das sind wir nicht in Äther. Ich wollte ein bisschen auf Kreuz legen. Willkommen, kann ich da nur sagen, im Twilight Forest. Jo, schön, dass alles mal wieder funktioniert mit Minecraft. Okay. Ja, wir sind hier im Twilight Forest. Ich werde das ungefähr eine Stunde mal anspielen. Mal sehen, wie so alles so schön. Bei mir aber das ein bisschen erkunden hier. Mal sehen, was wir so alles so finden. Das sind ja neue Bäume oder sowas. Hier kann man in die Welt reinschauen, wie es aussieht. Ah, da läuft ein Zombie da unten rum. Okay. Na gut. Es ist eine Mod für zu Minecraft. Das sind aus wie Irrlichter. Ist ja gefährlich. Und deswegen auch die bisschen Vorkehrung mit den Diamanten-Sachen. Ah ja. Okay, also jetzt gibt es ja die auch. Das, was ihr unten seht, da in den kleinen, das ist einmal Zinn und einmal Kupfer. Das ist durch eine andere Mod noch, die ich ja installiert habe. Hier kann man auch durchschauen. Na toll. Okay. Naja, ich weiß auch gar nicht, wo ich ja hin muss oder was. Ich habe einfach gedacht, ich probiere es mal aus. Okay. Das sieht fast aus wie so ein Alarmsystem. Das ist mir nicht, aber nicht ganz geheuer. Was ist das? Eine Grille. Aha. Gut, ja, können wir ein paar Bäume ansammeln. Ui, das war ja ziemlich laut. Irgendwas habe ich jetzt eingesammelt. Ich gehe mal hier aber weg hier von hier. Das ist mir ein bisschen zu laut. Ja, es gibt auch ein paar Rezepte. Wir gucken wir jetzt mal. Ein Leuchtkäfer habe ich eigentlich. Ah, ein Leuchtkäfer. Guck an. Ja, ein Bogenschütz da unten noch. Na gut. Ach, mein Kopf kommt ja nicht hinterher hier. Das ist übrigens das echte Portal. Man braucht dazu 4 Eimer Wasser. Quatsch. Einen unendlichen Brunnen Wasser. Jeder weiß, wie es steht. So, also ein 4x4 Loch, eins tief. Und 2 Eimer Wasser, sodass unendlich Wasser entsteht. Und da drumherum Erde. Und auf die Erde dann jeweils ein Kranz aus Blumen, Pilzen oder aus Farn.
Hier zum Beispiel Blumenbeete werden wohl am besten sein, der hat bald hier jeder hat. Und dann kommt man hierher. So, ich sehe hier ein paar Häschen hier rumplatzen. Okay.